Marc, jetzt die bittere 2-1-Niederlage in der Nachspielzeit gegen Eintracht Frankfurt bekommen. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Ihr habt ja wirklich stark gekämpft und eine richtig gute Leistung gezeigt, jeder Einzelne eigentlich, oder? Ja, also wenn man das ganze Spiel sieht, über 120 Minuten haben wir wirklich alles reinkommen. Und ich muss sagen, wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Aber ich glaube, dann waren wir richtig gut im Spiel, haben viele Bälle auch gewonnen, haben für Entlastung gesorgt, hatten selber im Ansatz und auch gute Aktionen. Ich glaube, erste Halbzeit war dann ausgeglichen. Zweite Halbzeit war klar, dass sie ein bisschen so das Spielerische übernehmen. War für uns dann nicht so einfach, aber wir haben immer wieder für Entlastung gesorgt und haben sie jeden Ball reingeworfen. Das war heute einfach Grundvoraussetzung, um hier auch das Spiel lange offen zu halten. Und das hat jeder Einzelne gemacht. Deswegen bin ich über die Leistung, die wir heute gebracht haben, richtig stolz. Vor allem auch nach dem Rückstand wieder zurückzukommen und ja, nah dran zu sein, selber vielleicht in Führung zu gehen oder ins Elfmeterschießen zu kommen. Aber es ist immer bitter, wenn man so ein Spiel verliert, das so eng läuft. Aber ich glaube, man kann keinem Einzelnen heute einen Vorwurf machen. Und ja, man sollte auch aus so einem Spiel dann zum Jahresende, auch wenn es eine Niederlage ist, das Positive sehen und ich glaube, heute war vieles dabei und klar, der Sieg ist nicht auf unserer Seite, aber ja, ich stimme das total positiv, wie wir heute aufgetreten sind. Es waren ja auch ein paar mehr oder weniger Überraschungen im Kader dabei, beziehungsweise in der Startelf. Nico Dovinan zum Beispiel, Kevin Kraus oder auch Kevin Langford. Kevin Langford hat vor allem wirklich eine starke Leistung gezeigt. Wie hast du denn seine Leistung gesehen über die 120 Minuten, beziehungsweise wurde er vorher ausgewechselt? Ja, aber es ist ja so, dass jeder auch Gas gibt und sich das irgendwo auch verdient im Training unter der Woche, dass er dann so eine Chance bekommt. Und Matze hat sich verletzt, dann muss er einen anderen Innenverteidiger reinrücken. Das war der Kevin heute. Und ich fand, er hat auch, nachdem er lange gespielt hat, richtig gut gemacht. Aber Kevin Langford, muss ich sagen, der ist da wirklich richtig marschiert, hat da wirklich unbekümmert gespielt, hat seine Chancen nach vorne gesucht. Und ja, man sieht, wie viel Potenzial er hat. Jetzt muss er dranbleiben und so gut arbeiten, dass er mehr Einsatzzeiten von Anfang an bekommt. Ich glaube, das hilft ihm dann auch weiter. Aber ja, wenn er so weitermacht, wie er heute auch gespielt hat mit dem Selbstvertrauen, dann glaube ich, dann hat er gute Chancen, auch öfter wieder von Anfang an zu spielen und der Mannschaft auch auf dem Platz viel zu helfen. Du hast den Ausgleich zum 1-1 erzielt. War es gewollt oder war es eigentlich eine Flanke? Eine Mischung, glaube ich. Also ich habe Johnny in der Mitte gesehen, wollte ihn dann mit so einem Ball Richtung langes Eck bedienen. Und ich glaube, der ist auch richtig gut geflogen über einen Abwehrspieler drüber. Und Johnny wäre, glaube ich, selber fast rangekommen. Aber durch das, dass die beiden Spieler da waren, wurde, glaube ich, auch der Torwart ein bisschen irritiert. Dann springt er einmal auf und geht ins lange Eck. Ich glaube, das sind genau die Bälle, die unheimlich schwer sind für einen Torwart. Und ja, hat gepasst. Und in dem Moment war es der richtige Ball als Flanke und ist dann halt direkt rein. Was hat denn heute für dich jetzt eigentlich den Ausschlag gegeben für diese knappe Niederlage? Ja, man hat gesehen, dass natürlich das Spielerische von Frankfurt nach vorne hin ein bisschen besser war, flüssiger war, aber es war auch zu erwarten. Von Anfang an war das ja auch klar, dass das passieren wird. Und ja, dann spielen sie sich ab und zu mal durch und es ist normal, dass dann auch zu mehr Chancen kommen. Aber wir haben, wie gesagt, hinten gut gearbeitet, vorne dann auch ein paar auch Aktionen gehabt, da wir uns selber befreit haben, gut gespielt haben. Aber man hat gesehen, dass sie da ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr vielleicht Sicherheit in ihrem Spiel hatten. Aber ich glaube trotzdem, ja, das ist normal zwischen erster und zweiter Liga. Plus wir haben heute so viel gemacht, dass der Unterschied nicht zu groß ist und deswegen ist das Spiel auch knapp ausgegangen. Wie schnell kannst du jetzt abschalten und dich auf die Feiertage freuen? Ich hoffe sehr schnell, weil es ist nicht so lange Zeit und ja, spätestens an Weihnachten versuche ich dann wirklich mal den Kopf frei zu bekommen und die Ruhe zu genießen mit der Familie. Und ja, das brauchen wir jetzt einfach, weil es geht wieder ruckzuck los und es sollte jeder es einfach auch nutzen, die Tage, um einfach ein bisschen runterzukommen. Kevin, jetzt in der Verlängerung ganz knapp verloren gegen die Eintracht aus Frankfurt. Du hast aber ein starkes Spiel gemacht. Wie hast du denn deine eigene Leistung, aber auch die Leistung des Teams gesehen? Ja, das ganze Team, ich, jeder hat alles gegeben, hat alles, was in seiner Macht stand oder steht, dafür gegeben, dass wir gewinnen. Und jetzt hat es halt leider nicht geklappt. Wir sind alle jetzt natürlich traurig, aber ich denke, wir können alle stolz sein auf das, was wir jetzt gerade geleistet haben, weil jeder hat alles aus sich rausgeholt. Also keiner kann irgendwie sagen, keiner kann sich irgendwie hinterfragen, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Also das ist halt seine eigene Leistung oder so. Jeder hat alles gegeben, alles rausgehauen. Warst du denn überrascht, dass du in der Startelf standst? Ja, klar. Der Trainer kam auf mich zu, sagt, ich spiele halt von Anfang an. Und ja, überrascht ist jetzt eher was anderes, weil es ist englische Woche sozusagen und da ist immer Rotation und
Ich habe die letzten zwei Spiele davor mich eigentlich auch gut gefühlt und ich war bereit. Also es war nicht so, wie dass ich aus dem Himmel gefallen bin und sage, okay, sondern ich war bereit, habe es gehofft. Kann es ja nicht voraussagen, aber ich habe es gehofft und dann, ja, habe ich mich gefreut natürlich. Hat deiner Meinung nach so ein bisschen vielleicht auch die Physis von Eintracht Frankfurt heute das Spiel entschieden? Ja, man sieht schon, man hat schon gesehen, wie Boateng oder so, wieder die Bälle festgemacht hat. Natürlich haben die individuell, sind die besser aufgestellt, deswegen spielen sie auch erste Liga, aber wir haben auf jeden Fall auch alles reingehauen und haben auch, Zweikämpfe gewonnen, so ist es ja nicht, aber ja, ich finde, man hat den Klassenunterschied eigentlich nicht so nicht gesehen, weil wir hatten gute Chancen. Ich glaube, das Tor vom Kev war kein Abseits. Dann sind wir 1-0 vorne, dann läuft das Spiel wieder ganz anders. Und das von Nico, wo er Schiri Schwalbe pfeift, ist in meinen Augen keine Schwalbe, kann auch anders laufen. Deswegen, wir waren gleich gut, wenn nicht sogar manchmal einen Ticken besser. Natürlich hatten die mehr Ballbesitz und alles, aber dass ein Klassenunterschied oder dass die physisch besser waren, fand ich jetzt nicht so arg. Natürlich, vielleicht sind die mehr gewohnt, die Härte mehr gewohnt wie wir, weil ich glaube, fast die komplette Mannschaft hatte Krämpfe, aber das zeigt einfach, dass wir einfach alles gegeben haben bis zum Umfallen. Und deswegen großes Lob an die Mannschaft und einfach schade, dass wir jetzt als Verlierer dastehen. Jetzt die bittere 2-1-Niederlage bekommen gegen Eintracht Frankfurt im Achtelfinale. Du bist zum Man of the Match gewählt worden mit starken Paraden. Bringt dir jetzt wahrscheinlich im Nachhinein nichts mehr. Wie extrem bitter ist denn diese Niederlage jetzt? Ja, ich glaube, dass jede Niederlage immer bitter ist. Wie gesagt, man muss ein ganz, ganz großes Kompliment an die Mannschaft machen. Wir haben das Spiel bis in die letzte Sekunde offen gehalten, offen gestaltet, jeder sich reingehauen. Man hat gesehen, bis zum Ende gelaufen, bis die Kräfte nachgelassen haben, dann auch. Ja, das ist einfach unheimlich stolz heute auf die Leistung der Mannschaft. Jeder nochmal rausgeholt hat. Nicht nur die Jungs, die gespielt haben, auch die Jungs, die nicht reingekommen sind, Trainerteam, Physioteam, auch die Jungs, die nicht dabei waren. Die 3-4 Tage jetzt nochmal alles im Training gegeben, um diese Leistung jetzt auch möglich zu machen heute. Und deswegen muss ich an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Kompliment loswerden und sagen halt, ja, das war sehr, sehr gut. Schade, bitter natürlich, klar, jede Niederlage ist bitter und wir wären auch sehr, sehr gerne weitergekommen. Aber das ist Fußball halt auch. Und jetzt geht es erstmal in ruhige Weihnachtstage, eine kurze Winterpause, kurze Vorbereitung und dann geht es dann weiter gegen Eintracht Braunschweig. Hat euch der Auftritt heute vielleicht auch Mut gegeben, eben für den Auftakt im Jahr 2018 gegen Braunschweig? Sollte er auf jeden Fall, denn man hat gesehen, was wir imstande sind zu leisten. Und das ist auch klar, an der Stelle super, schön zu sehen, aber auf der anderen Seite müssen wir das jetzt auch gucken, dass wir das auch Spiel für Spiel immer in der Liga abrufen können und klar, und da die Punkte einfach weiter sammeln dann. Die Defensive stand heute gut, obwohl ja auch Kevin Kraus jetzt dazugekommen ist, der jetzt auch schon länger nicht mehr in der Startelf stand. Woran lag es deiner Meinung nach, dass es heute so gut funktioniert hat? Ja, man hat einfach gesehen, dass jeder sich reingeworfen hat. Das waren nicht nur die 4-5 Spieler hinten, sondern auch Johnny vorne, Nico vorne, die Außenspieler mit Schnatti und Kevin Langford, die Sechser, Griese und Teach vorne super gearbeitet. Ja, und wie gesagt, sich jeder hinten reingeworfen, jeder die Meter gemacht, auch die nötig waren heute. Und man hat dann gesehen, ich glaube, Frankfurt hat lange Zeit wenig Ideen gehabt, wie sie wirklich vorne zu großen Chancen kamen. Und das muss man einfach, wie gesagt, an der Stelle auch nochmal ein Kompliment sagen. Läuferisch sehr, sehr hohen Aufwand betrieben. Und klar, es hat dann auch fast gereicht. Fast reicht dann leider nicht. Aber wie gesagt, auf jeden Fall eine Leistung, die wir konservieren müssen und auch mit in die Liga nehmen müssen. Ich glaube, es lag vielleicht auch ein bisschen dran, du hast gerade die Kräfte schon angesprochen, die dann eben geschwunden sind in der Nachspielzeit. Ja, ist klar. Frankfurt hat viel den Ball gehabt. Wir mussten viel hinterherlaufen, viel schieben. Wie gesagt, viel im Pressing arbeiten dann halt auch. Da ist klar, dass es dann ab Minute 110, 15 immer schwerer wird, dann auch die Meter zu machen. Aber wie gesagt, jeder wirklich alles rausgehauen bis zum Ende, bis es nicht mehr ging und drüber hinaus. Und deswegen war sehr, 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 sehr gute Leistung da auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Es ist so ein Pokal, ist ein Pokalfight geworden. Das wollten wir nicht unbedingt, aber das lag auch am Gegner. Gerade in den 90 Minuten, in den ersten 90 Minuten haben wir ja das Tempo vermissen lassen. Deswegen war es für uns auch schwierig, dort Chancen zu kreieren. Aber dann in der zweiten Halbzeit, in der Verlängerung muss man sagen,
Da hat man dann schon gesehen, dass wir das Tempo dann anziehen konnten, dass wir dann auch die nötigen Chancen kreiert haben und dass der Sieg dann unterm Strich dann schon verdient ist. Ja, ich möchte nochmal auf Heidenheim zu sprechen kommen. Ich muss es auch nochmal apostrophieren. Letzten Endes haben wir heute gegen eine sehr kampfstarke Mannschaft gespielt. Es war nicht einfach für uns. Ja, es ist immer schwierig, gegen einen Zweitligisten zu spielen. Das heißt, gute Einstellung, gute Mentalität. Also ich bin mir sicher, dass Frank, du das alles kriegst in der Rückserie, was du erwartest. Ja, das ist, ich weiß, wie die zweite Liga ist. Ich habe leider, was heißt leider, Gott sei Dank da auch spielen dürfen. Ja, also es ist nicht einfach. Ja, zunächst mal Nico, Glückwunsch und Eintracht Frankfurt zum Einziehen ins Viertelfinale. Das ist tatsächlich das Spiel geworden, das auch wir uns dann auch gewünscht haben und auch erwartet haben. Wir haben so 5 bis 10 Minuten gebraucht, um uns auf das variable Spiel der Frankfurter einzustellen. Aber ich denke, wir haben es sowohl was taktisch betrifft, aber auch was die Aufgaben auf den Positionen betrifft, sehr gut gemacht. Wir konnten immer die Passwege meistens schließen, haben keine Räume hinter unserer Viererkette gegeben. Und so waren es nur vereinzelte Situationen, die Torgefahr erzeugt haben. Ich finde sogar, wenn man die Entstehung gerade in der ersten Halbzeit nimmt, der gefährlichen Situationen, hatten wir ein paar mehr, vielleicht auch bessere. Frankfurt viel Ballbesitz, sehr dominant natürlich. Wir mussten viel laufen, wir mussten viel arbeiten. Hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Bitter für uns, dass das 1-0 nicht gezählt hat. Ich habe gehört, da kann man drüber streiten. Aber Videobeweis gibt es für uns im DFB-Pokal erst ab dem Viertelfinale. Aber ich möchte jetzt da gar nicht so lange rummachen. Das sind Dinge, die passieren, wenn es knapp sind. Trotzdem für uns bitter, auch die Entscheidung, da Nico Dovedan gelbe Karte zu geben. Zumindest mal fragwürdig und klar, wir haben gesagt, wir wollen in die Verlängerung gehen, wenn es so ist, hatten dann aber, und ich glaube, das hat man deutlich gesehen, ein paar Probleme, vor allen Dingen körperlicher Natur und haben es dann nicht geschafft, über die neuen frischen Kräfte so weiterzuspielen. Trotzdem Kompliment nach dem 1-0, dachten vielleicht viele, das war es jetzt schon, aber da haben wir schnell geantwortet, waren schnell im Spiel zurück. Und dann kriegen wir noch das 2-1, wo wohl auch knapp abseits war, aber wir sind ausgeschieden und deswegen macht man da nicht lange rum. Fehler passieren uns auch immer wieder. Ja. Ich will vielleicht nur noch eins sagen, und das habe ich meiner Mannschaft nach dem Spiel gesagt, das ist der Maßstab für uns, für die zweite Liga. So eine Leistungsbereitschaft, aber auch, auch so ein Zusammenhalt. Ich glaube, es war eine sehr gute Körpersprache. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir wollten und was wir auch konnten, gegen natürlich eine Mannschaft, die technisch und spielerisch stärker ist wie wir. Am Ende hat nicht viel gefehlt, aber wenn man dann verliert, dann hat man vielleicht auch irgendwo verdient verloren und der Gegner ist dann auch zu Recht ins Viertelfinale eingezogen. Und deswegen sind wir natürlich enttäuscht, weil mit ein bisschen mehr Glück doch mehr möglich gewesen wäre. Aber so war es dann nur der Pokalfight ohne das gewünschte Ergebnis natürlich auch von uns. Aber es ist vorbei, Weihnachten steht vor der Tür. Ich wünsche alle schöne Weihnachten, auch den Pressevertretern. Nico, gute Heimfahrt, auch euch. Schöne Weihnachten und vor allen Dingen im Jahr 2018 die Ergebnisse, die ihr euch wünscht.